Nanu, was macht denn der Wolf da vor dem Haus aus Holzzweigen? Das sieht ja aus, als würde er es umpusten wollen. Ob er das wohl schafft? Lass uns mal sehen. Es waren einmal drei kleine Schweinchen, die lebten mit ihrer Mutter in einem kleinen Haus. Als die Schweinchen alt genug waren, schickte die Mutter sie in die Welt hinaus, um ihr eigenes Glück zu finden. Dabei sagte sie: Gebt Acht vor dem bösen Wolf und baut euch ein sicheres Haus. Das erste Schweinchen machte sich auf seinen Weg. Unterwegs traf es einen Mann, der mehrere Bündel Stroh mit sich trug. Es sagte zu ihm: Bitte, gib mir etwas von dem Stroh, damit ich mir ein Haus bauen kann. Der Mann gab dem Schweinchen das Stroh und es baute sich ein Haus. Das zweite Schweinchen traf auf seinem Weg einen Mann, der bündelweise Holzzweige mit sich trug. Es sagte zu ihm: Bitte, gib mir etwas von deinen Zweigen, damit ich mir ein Haus bauen kann. Der Mann gab dem Schweinchen die Zweige und es baute sich ein Haus. Das dritte Schweinchen traf auf seinem Weg einen Mann, der Ziegelsteine dabei hatte. Es sagte: Bitte, gib mir einige von den Steinen, damit ich mir ein Haus bauen kann. Der Mann gab dem Schweinchen die Steine und es baute sich ein Haus daraus. Bald kam der Wolf zum Haus des ersten Schweinchens, dem Haus aus Stroh. Drinnen hörte er das Schweinchen singen: Ich hab ein schönes Haus aus Stroh. Ich bin so sicher und so froh. Und kommt der böse Wolf vorbei, dann lache ich, hihi, hei, hei. Das gefiel dem Wolf gar nicht. Er rief: kleines Schwein, lass mich rein. Das Schweinchen antwortete: Nein, nein, hier kommt kein Wolf herein. Da sagte der Wolf: Ich werde husten und prusten und dein Haus zusammenpusten. Und er hustete und pustete, bis das Strohhaus zusammenfiel. Das kleine Schweinchen aber rannte, so schnell es auf seinen kurzen Beinchen konnte, davon. Es lief direkt zum Haus des zweiten Schweinchens, das seinen Bruder hineinließ. Als der Wolf am Haus des zweiten Schweinchens, dem Haus aus Holzzweigen, angekommen war, hörte er es drinnen singen: Ich hab ein schönes Haus aus Holz. Hier sind wir sicher und so stolz. Und kommt der böse Wolf vorbei, dann lachen wir, hihi, hei, hei. Da rief der Wolf: kleines Schwein, lass mich rein. Das zweite Schweinchen antwortete: Nein, nein, hier kommt kein Wolf herein. Da sagte der Wolf: Ich werde husten und prusten und dein Haus zusammenpusten. Und er hustete und prustete und hustete und prustete, bis das Haus aus Zweigen einstürzte. Die beiden Schweinchen aber rannten, so schnell ihre kleinen Beine sie trugen, zum Haus des dritten Schweinchens. Es ließ seine Geschwister hinein und schloss schnell die Tür. Kurz darauf kam der Wolf zum Haus des dritten Schweinchens, dem Haus aus Stein. Er hörte es drinnen fröhlich singen: Ich hab ein schönes Haus aus Stein. Es ist so sicher und so fein. Und kommt der böse Wolf vorbei, dann lachen wir, hihi, hei, hei. Da rief der Wolf: kleines Schwein, lass mich rein.
Das dritte Schweinchen antwortete, »Nein, nein, hier kommt kein Wolf herein.« Da sagte der Wolf, »Ich werde husten und prusten und das Haus zusammenpusten.« Und er hustete und prustete und hustete und prustete und hustete und prustete. Aber das Haus blieb stehen. Da wurde der Wolf sehr wütend. Er versuchte, ins Haus zu gelangen. Aber die Wände waren zu dick. Also kletterte er kurzerhand aufs Dach, um durch den Schornstein ins Haus zu kommen. Als die drei kleinen Schweinchen sahen, was der Wolf vorhatte, bekamen sie Angst. Das erste Schweinchen rief, »Was sollen wir tun?« Das zweite Schweinchen sagte, »Ein Feuer im Kamin anzünden.« Und das dritte Schweinchen rief, »Und einen Topf voll Wasser draufstellen.« Und so machten sie es. Das erste Schweinchen zündete ein Feuer an. Das zweite Schweinchen füllte den Topf mit Wasser und das dritte Schweinchen hing ihn über das Feuer. Als das Wasser kochte, hörten sie den Wolf durch den Schornstein kommen. Er fiel direkt in den Topf. Schnell schlugen die Schweinchen den Deckel darauf und der Wolf wurde gekocht. Fortan lebten die drei Schweinchen glücklich in ihrem Haus aus Stein. Und kein Wolf versuchte jemals wieder, sie zu fressen. Nun kennst du das Märchen von den drei kleinen Schweinchen. Aber hast du auch unseren kleinen Wichtel entdeckt? Hallo, hat dir unser Märchen gefallen? Dann abonniere hier unseren Kanal, um die neuesten Märchen zu sehen. Hier bin ich. Du möchtest direkt weitere Märchen sehen? Dann klick hier.